Hallo und herzlich willkommen in der Sportnews-Redaktion. Virtus Bozen ist Oberligameister. Dank eines 4:2 Heimsieges gegen Tramin sicherte sich die Lamy-Truppe zwei Spieltage vor Schluss den vorzeitigen Aufstieg in die Serie D. Nach dem Schlusspfiff kannte die Freude bei Spielern, Betreuern und den Fans im Drusus-Stadion keine Grenzen mehr. Einige Leckerbissen gab es schon während der Partie, wie etwa das 3:0 durch Alessandro Campo, der eine Ecke direkt verwandelte. Dann diesen herrlichen Heber von Alex Pfitscher, der im Kreuzeck landete. Es war der zwischenzeitliche Treffer zum 3:1 und dann noch diesen Freistoß von Simon Greif zum 4:2 Endstand. Ja, super Gefühl. Wir haben das Ziel gehabt. Das haben wir jetzt in drei Spielen vor Schluss klar gemacht, ist super. Die Gruppe ist gewaltig, es hat sich niemand zurückgezogen. Das ganze Jahr über Vollgas geben. Wir haben einige Schwierigkeiten gehabt, aber das alle haben wir super gemeistert, weil wir ein Kollektiv sind. Wir sind in der Coppa Italia ausgeschieden, ohne Niederlage. Das ist auch ein ganz großes Ding. Wir haben heuer die Coppa Italia regional, provinzial, jetzt Meister, gewaltiger Saison. Und hier noch die restlichen Ergebnisse. Arntal Naturns 1:0, Alenze Comano ebenfalls 1:0, Brixen Mori 0:1, Calcio Chiese St. Martin 1:2, La Vis Bozner FC 2:2, Rotaliana Eppan 1:4 und St. Georgen Mezzo Corona 2:0. Zum Volleyball. Der Bozner Simone Gianelli hat gestern Abend das Champions-League-Finale im polnischen Krakau mit Trentino Diatec 2:3 verloren. Die Trentiner gaben eine 2:0-Satzführung aus der Hand. Grund zum Feiern gab es hingegen für Raffaella Folli. Die Missianerin setzte sich mit Liu Jo Modena 3:1 bei Novara durch und löste damit das Ticket für das Halbfinale der Serie A1 der Damen. Handball wurde am Wochenende auch gespielt. Der SSV Bozen hat das Südtiroler Derby gegen den SSV Brixen klar mit 29:21 für sich entschieden und damit das Halbfinalticket endgültig gelöst. Djokovic und Sporcic trafen jeweils fünfmal für die Weiß-Roten. Bei Brixen waren Ranald und Sonnerer mit jeweils 3 Toren die besten Werfer. Der Ötzi Alpin Marathon 2016 ist ebenfalls Geschichte. Der Grödner Georg Piazza gewann zum zweiten Mal nach 2012 den alpinen Extremtriathlon mit einer Strecke von 42,2 Kilometern und 3266 Höhenmetern von Naturns auf die Gravant. Während die Latscherin Anna Pircher ihren Vorjahreserfolg wiederholte und den Ötzi ebenfalls zum zweiten Mal gewann. Insgesamt erreichten 186 Einzelteilnehmerinnen und Teilnehmer das Ziel. Sie legten die Strecke mit dem Mountainbike, dann laufend und zum Schluss mit den Tourenskiern zurück. Die schnellsten Staffeln bildeten bei den Herren das Team Fischer in der Besetzung Hans-Peter Obwaller, Hannes Bergmann und Philipp Götzsch, während bei den Damen die La Sportiva-Mannschaft die Nase vorne hatte. Insgesamt 56 Staffeln schafften es bis zur Bergstation auf der Gravant, wo sich das Ziel befand. Ja, mit der Meldung vom Ötzi Alpin Marathon sind wir auch am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Tag noch, machen Sie es gut und bleiben Sie sportlich.